Indian Town und Devil's Bridge. Wir haben gerade einen von Antigas Nationalparks namens Indian Town betreten und innerhalb von Indian Town befindet sich eines der beliebtesten Touristenziele der Insel namens Devil's Bridge. Indian Town liegt an der Nordostküste der Insel. Das Gewässer, das sich auf dieser Seite der Insel befindet, ist der Atlantische Ozean. Das Gebiet wurde in den 1950er Jahren offiziell zum Nationalpark erklärt und bietet Akazienbäume und Sträucher, die Überreste eines Arawak-Campingplatzes. Atemberaubende Ausblicke auf das Meer und verschiedene Wanderwege, die sich ideal zur Vogelbeobachtung eignen. Der berühmteste Ort im Park ist die Teufelsbrücke. Ein über Millionen von Jahren von Riffen und Wellen geformter Kalksteinbogen, der einen einzigartigen Einblick in die natürliche Formation Antigas bietet. Die Brücke selbst ist beeindruckend. Ebenso wie die Blaslöcher, durch die in unterschiedlichen Abständen das Meer strömt, aber bleiben sie an windigen Tagen zurück. Der lokalen Tradition zufolge wird die Teufelsbrücke so genannt, weil dort viele versklavte Afrikaner diesen Ort wählten, um ins Meer zu springen und zu sterben, anstatt weiterhin in Knechtschaft auf Kolonialplantagen zu leben. Das Meer ist in dieser Gegend besonders rau und gefährlich. Daher hat die Geschichte eine gewisse Glaubwürdigkeit, obwohl es keine anderen physischen Beweise gibt, die die Behauptung untermauern könnten. Trotz ihrer angeblich dunklen Geschichte ist Devil's Bridge ein beliebter Picknickplatz und jedes Jahr zu Ostern findet auf ihrer Wiesenlandzunge das Antiguan Barbuda International Kite Festival statt. Während Sie durch den Park fahren, sehen Sie auf der linken Seite das Warende Resort und gleich hinter Warende das Hammock Cove Resort und Spa, das während der Covid-19-Pandemie erbaut wurde. 12.